So, ich wurde in letzter Zeit ziemlich oft gefragt, auf Instagram, aber auch auf Facebook, wie ich mich motiviere, ins Training zu gehen. Dann habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein kleines Video dazu. Und zwar verstehe ich die Frage gar nicht. Also, wenn ihr euch zwingen müsst zu trainieren, dann ist es meiner Meinung nach einfach nicht der richtige Sport für euch. Also, bei mir war es immer so, jede Sekunde, in der ich nicht trainiert habe, habe ich ans Training gedacht, beziehungsweise ist es immer noch so. Oder denke an meine Ernährung. Ich gehe mit Bodybuilding im Kopf schlafen, ich wache mit Bodybuilding im Kopf auf. Und meiner Meinung nach muss die Motivation, die muss von euch selber kommen, die müsst ihr mitbringen. Natürlich gibt es dann auch mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Stress in der Beziehung, Stress mit der Familie, schlecht geschlafen und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach wieder was anderes. Da sollte man meiner Meinung nach einfach die Zähne zusammenbeißen und so gut es geht das Training durchziehen. Wenn es gar nicht anders geht, kann man sich natürlich auch mal einen Booster vom Training knallen oder so. Aber generell müsst ihr die Motivation eigentlich mitbringen und die sollte von euch selber kommen. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Wie sieht eure Meinung dazu aus? Würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise meine Meinung, könnt ihr es gerne liken oder teilen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und ciao.